ist einfach unglaublich. Das kannst du laut sagen. Wind in den Haaren und totale Freiheit. Es gibt nichts Vergleichbares. Ich hätte es nicht besser auf den Punkt gebracht. Cheerio, Zipperoni. Wir sehen uns, Sis. Warte. Izzy? Izzy, was hast du dir dabei gedacht? Du hättest dir wehtun können. Entschuldige, Zip. Bei dir sieht Fliegen immer so spaßig aus. Darum wollte ich es auch mal testen. Ja, es wäre wirklich unglaublich, wenn wir alle fliegen könnten. Aber es geht nicht. Also vielleicht besteht doch eine Möglichkeit. Tada! Meine ultraschalltonische, fantastronische, himmelstastische Flugmaschine! Mir geht's gut. Es braucht noch etwas Pflege, aber das Grundgerüst ist stabil. Also, was sagst du, Zipperoni? Reparieren wir es und machen die Lüfte unsicher? Die Lüfte? Ich weiß nicht, Izzy. Das Ding ist in keinem guten Zustand, um zu fliegen. Aber wer weiß so viel übers Fliegen wie du? Mit deinem Wissen und meiner Kreativität haben wir das Baby in 0,0 geeinhornzeichelt. Es wäre schon echt cool, wenn wir uns alle zusammen in die Lüfte erheben könnten. Ja? Stell dir vor, Ausflüge nach Zephyr Heights? Ja? Wochenenden in Bridalwood? Ja? Okay, Izzy, bin dabei. Los, Team Zipsy! Gehört, ich habe die Namen Izzy und Zip gemischt. Keine Spitznamen. Oh. Aha! Zusammenarbeiten. Ansonsten fliegt dieses ramponierte Ding niemals. Du hast recht, Zip. Team Zipsy? Team Zipsy. Nur noch etwas Farbe und schon wird was raus. Es kann nicht lange dauern. Es sieht doch schon gut aus. Denkt daran, jede Hufe kann Hilfe bringen. Und stützen Freunde sich, dann wird der Tag gelingen. Komm, wir packen es an. Schon sein, doch macht mir das nichts aus. Ich bin ja nicht allein. Komm, wir packen's an. Träume werden wahr. Wenn man zusammenhält, dann schafft man, was man will. Das ist allen klar. Sieh's dir an. Fantastisch. Das hast du nicht kommen sehen, was? Schubdüse? Check. Zündung? Check. Obercoole Sonnenbrillen? Check. Mehrstream, bereit für den Abflug, Zipster. Wuhu! Hast du gerade Mehrstream gesagt? Ich liebe es! Wuhu! Dann legen wir mal los! Zip, wir fliegen! Wir haben aufgehört zu fliegen! Izzy, nichts funktioniert mehr! Wir stürzen ab! Dich nicht belügen, Zip. Es ist riskant. Mach's einfach! Dann mal los! Izzy, wir stürzen immer noch ab! Warte, gleich komm. Jetzt! Ja, wir haben's geschafft! Izzy, wie sollen wir dieses Ding hier wieder runterbekommen? Keine Ahnung, aber wenn es eines gibt, was ich sicher weiß, Zipperdoodle, dann das, dass wir am Ende zusammen alles schaffen. Who Five Team Zipsy! Perfekte Landung, Captain!
Und nun zur Straßenkunst. Unglaublich, so wunderschön. Und kein Hof. Hufeif? Ja, ich kann nicht widerstehen. Hufe weg, Izzy. Man fasst keine Kunstwerke an. So sind nun mal die Regeln. Viele der Straßenkünstler halten ihre Identität geheim. Sie glauben fest daran, dass Kunst überall und alles sein kann. Darum sollte sie auch von jedem Pony erlebt werden. Wow, Kunst kann überall sein? Was für eine coole Idee. Ist alles in Ordnung, Izzy? Kunst kann überall sein. Kunst kann überall sein. Für jedes Pony. Habt ihr beide das gehört? Die Welt ist nicht mehr dieselbe. Genau genommen nicht wirklich an jedem Ort. Wenn man Kunst an öffentlichen Orten machen möchte, braucht man Genehmigung und... Kunst kann überall sein. Haben das alle Ponys gehört? Sämtliche Dinge sind Kunst. Künstler, nicht wahr? Und nun brauche ich noch einen perfekten Künstlernamen, um das durchzuziehen. Oh, Trixie. Ja, der ist gut. Sparky, du musst dein Frühstück noch essen. Wo ist mein Handy? Pip, check deinen Huf. Brandaktuell. Ponys eilen in Scharen nach Maritime Bay, um die Kunst eines neuen Straßenkünstlers zu bewundern. Er hört auf den Namen Trixie. Wie aufregend. Maritime Bay hat einen persönlichen Straßenkünstler. Geheimidentitäten sind toll. Klar, aber auch Straßenkünstler müssen Regeln befolgen. Seht euch all die Ordnungswidrigkeiten an. Code 4781, das sieht aus wie 423. Oh, morgen, Ponys. Oh, was seht ihr euch an? Es wird berichtet, dass Ihre Majestät die Königin eine der Trixie-Wandmalereien mit nach Hause in ihr Schloss nach Sever Heights bringen will. Sie will was? Zuerst hat Trixie, ohne mich zu fragen, die Wand meiner Wache bemalt und jetzt wollt ihr sie stehlen? Wir stehlen sie nicht. Wir haben einen königlichen Beschluss. Steht in eurem königlichen Beschluss auch, wer die Wand repariert? Huh? Nein? Hey, kommt gefälligst zurück! Du kannst der Königin keine Schuld geben, nur weil sie tolle Kunst zu schätzen weiß. Weißt du, es ist durchaus möglich, Kunst zu machen und sie auch zu lieben, ohne dabei etliche Gesetze zu brechen. Komm schon, Sparky, kümmern wir uns um Verbrecher. Ich wollte das Gesetz nicht brechen, sondern nur an sämtlichen Orten Kunst für alle Ponys machen. Wie eine echte Straßenkünstlerin. Lektion gelernt, Izzy. Nächstes Mal muss Trixie einfach eine Genehmigung beantragen. Oh, du hast recht. Und bis jemand unsere Kunst braucht, wird sich Trixie erstmal bedeckt halten. Danke, Senior B. Ehrlich gesagt, finde ich's traurig, dass Trixie untergetaucht ist. Ich sag nur, hasta la vista, du Gesetzesbrecher. Hitch, zu streng. Trixie wollte Maritime Bay doch nur mit wunderschöner Kunst bereichern. Tja, ich würde mich freuen, wenn sie ein Originalwandbild für Main Melody entwerfen würde. Das wäre auf jeden Fall die legendärste Selfie-Wand. Hast du gehört, Trixie? Bitte bemal meine Wand. Was? Ein Dieb! Wetten, uns geht wegen dem ständig das Mainspray aus? Oh, damit wirst du nicht durchkommen. Nicht unter meiner Aufsicht. Aha, hab dich. Oh, beim Blätter. Besser, als ich es mir je erträumt hätte. Mein persönliches Geeksie-Bandbild. Das nenne ich meine ganze Menge Glitter. Es gibt in ganz Equestria nur ein einziges Pony, das ich kenne, was Glitter so sehr mag. Warte, könnte Izzy wirklich Trixie sein? Nee. Um keinen Huf.
total unglaubliche neue Produkte kommen sofort! Mein Gesicht ist ja völlig blau! Bist du ja. Wow. Ah, soll das vielleicht ein Witz sein? Ich versprach den Pipsqueaks ein neues Produkt. Für heute. Okay. Nur keine Panik, Pip. Hol dir ein Smoothie, komm zurück und versuch's noch einmal. Kein Grund, durchzudrehen. Ich dreh auf jeden Fall durch. Sunny, hilf mir. Guten Morgen, Pip. Ich hab hier deinen Erdbeer-Swirl-Smoothie voller Inspiration, der bereit ist für dein... Du bist wahrlich eine Lebensretterin. Mein Morgen war einfach ein absolutes Desaster. Stell dir vor, ich soll heute mein neues Produkt präsentieren, aber alles explodiert ständig. Wieso benimmst du dich so komisch? Ist alles in Ordnung? Nun, da du es ansprichst, es gibt etwas, das du sehen solltest. Ich habe einen Bart! Wie zum Heuhaufen konnte das denn passieren? Aktualisier weiter, Glory! Oh nein, Pipsqueaks! Sie dürfen mich nicht so sehen! Schon gut! Bin dabei! 3 Erdbeer-Swirls, bitte! Den mag Pip am liebsten, oder? Ganz genau, ist schon unterwegs. Immer noch nichts. Aber Pip meinte doch, es erscheint heute. Versuch's einfach weiter. Pip würde uns nie hängen lassen. Bitte schön. Ah, genau, wie Pip ihn mag. Genieß ihn. Der ist köstlich. Entschuldigt bitte. Siehst du, Sunny? Die Pipsqueaks warten auf mein neues Produkt und alles, was ich tun kann, ist, sie zu enttäuschen. Aha. Vielleicht solltest du deine Pipsqueaks ein bisschen besser kennenlernen. Dann wüsstest du, welche Produkte sie lieben. Oh, ihr könntet sogar etwas gemeinsam erschaffen. Sunny, du bist wahrlich ein Genie. Es wird Zeit für einen Undercover-Auftritt. Oh, ich meinte nicht. Nun brauche ich nur noch eine gute Verkleidung. So kreativ. Totale Designfehler. Der funktioniert nicht. Seht, meine Lippen glitzern überhaupt kein bisschen. Ja, dieser Glitter hält an meinen Lippen leider genauso wenig. Glitter? Lippen? Ja, das ist es, Pipsqueaks. Ihr seid echt brillant. Pipsqueaks, ihr müsst mir helfen. Dir helfen? Wir kennen dich doch nicht einmal. Kommt schon, Ponys. Verschwinden wir von hier. Wartet, ich bin's doch. Eure Pip. Nö. Das ist Pip. Außerdem hast du einen Bart. Netter Versuch. Erleuchtet hier euer Licht. Könnt ihr sehen? Hört die Männer Melodie. Wow, du bist es wirklich. Aber was ist mit deinem Gesicht passiert? Also, das ist eine lange Geschichte. Doch viel wichtiger ist, eure Lippenglitter-Idee ist genial. Würdet ihr ihn mit mir herstellen wollen? Unsere Antwort ist ja. Bereit? Bereit! Hey, Pipsqueaks! Stellt euch vor, mein neues Produkt ist hier! Und dieses Mal ist es etwas Besonderes, da die Idee von euch kam, mein Fans! Ein kurzer Blick auf den Lipglitter zeigt uns... Ich bin Seashell und ich nenne diese Farbe Meertime Baby. Und ich bin Glory. Mein Lippenglitter nenne ich Pega gut aussehend. Hey, ich bin's Peach Fizz und dieser Lippenglitter heißt... morgendlicher Einhornatem. Nun, wie das so ist, arbeiten wir noch ein wenig an den Details. Doch Lippenglitter kommt bald zu euch. Bis dahin. Morgendlicher Einhornatem? Es tut mir leid, Pip. Ich geriet in Panik, weil ich...
ich noch nie einen Livestream gemacht habe. Ein Raunen geht durch die Menge, als Neptun zum Sprung ansetzt. So macht man bei einem Wettbewerb eine gute Figur. Los, Eva Heinz! Yay! Trotzdem haben Pegasi bei einem Tauchwettbewerb einen unfairen Vorteil. Du perfektes kleines Ringy-Dingy. Da ist der nächste Springer. Mertam Bay kann immer noch gewinnen. Izzy! Oh, jetzt wird Sunnys Geschenk zum Mertam Bay-Tag niemals rechtzeitig fertig. Dabei habe ich doch alles versucht. Selbst das hier. Ah, was stimmt bloß mit dieser Dusche nicht? Izzy! Oh, ich suche lieber weiter. Ah! Klein. Zu donutartig. Oh. Nicht ringig genug. Häng zu fest in einem Haus. Der ist absolut perfekt. Oh, Percy. Lass mich einen Blick auf deine unglaublichen Ohrringe werfen. Izzy, die gehören mir! Ah! Komm schon, Posy, ich brauche nur einen, ist auch eine gute Sache! Ah! Keine Chance! Ah! Yay! Viel zu viel Plastik. Aber Sunny wird es sicher lieben. Izzy, warst du an meinem Mähentrockner? Es fehlen sämtliche Teile. Entschuldige, Pip. Ich repariere ihn. Warte kurz. Izzy, wohin gehst du? Komm zurück! Mich darf auf keinen Fall jemand so sehen. Jaha!
Es ist am Leben! Mein Monster lebt! Frankensteins Monster! Ich frage euch nur einmal, wer von euch hat meine Sonnenbrille? Alle Ponys mir nach! Schön, was du aus dem Zimmer gemacht hast, Sis. Wow, das ist heftig. Fangen wir mit dem ersten verdächtigen Pony an. Was hast du zu sagen, Hitch? Erinnerst du dich an heute Morgen am Strand, Sheriff? Ein neuer, heller, sonniger Tag in Maritime Bay. Schade, dass ich meine Sonnenbrille auf der Wache ließ. Ich sollte einfach deine Clown, Sip! Das habe ich überhaupt nicht gesagt. Ein neuer, heller, sonniger Tag in Maritime Bay. Wieso musste ich auch meine Sonnenbrille auf der Wache lassen? Du hast sie auf der Wache gelassen, wirklich? Mhm, und außerdem brauche ich keine Sonnenbrille, um das Problem mit deiner Theorie zu sehen. Toller Spruch, der war richtig gut. Okay, okay, doch was ist mit dir, Pip? Natürlich, wir sind Schwestern und da hast du sie dir geliehen, ohne zu fragen. Gib sie mir zurück und wir vergessen das Ganze einfach. Warum sollte ich deine Sonnenbrille nehmen, Sip? Die ist doch überhaupt nicht mein Stil. Erinnerst du dich? Nutzen geht über Mode und Geschmack. Du warst so aus dem Häuschen wegen deinem brandneuen automänischen Glanz- und Shampoo-Automat. Die perfekte Frisur in nur 2 Minuten. Gib mir die Sonnenbrille! Aber du hast gesagt, die wäre außer Mode. Weißt du, Sip, manchmal geht Nutzen über Mode und Geschmack. Erzähl niemals einem Pony, dass ich das gesagt habe. Schon gut, ich habe mir die Brille einmal geborgt. Doch nur, weil ich in der Klemme steckte. Wieso sollte ich sie stehlen? Ich habe doch selbst eine Menge davon. Nun, und wie sieht es bei dir aus, Sunny? Du machst die Smoothies in der Sonne, da brauchst du... stimmt. Dann bleibt nur noch... Izzy? Natürlich, sie hat ständig gemessen. Bevor du sie gestohlen hast, wolltest du überprüfen, ob meine Sonnenbrille dir passt. Nö. tja... Weißt du, Sip, die Sache ist die, also... Ablenkungsmanöver! Izzy, stopp! Wow! Schluss jetzt ist. Davontraben bringt nichts. Regeln wir es auf die sanfte Tour, oder... Hier für dich, Sip. Ich hoffe, es gefällt dir. Für mich? Oh, einfach unglaublich. Ich habe die Sonnenbrille nicht geklaut, sondern nur deine Maße genommen. Nur so konnte ich deine neue Sille machen. Verstanden? Sips Brille. Sille. Oh, vielen Dank, Iv. Cool. Eklig. Das beste Geschenk überhaupt. Ich liebe es. Hab sie wohl gefunden. Entschuldigt. Ich repariere sie. Amateur. Soll das ein Witz sein? Aber das war doch lustig, oder? Oder? Bah, bah,
Es ist DNS-Tag! Einhorn H, Einhorn Ho, Einhorn Wann, Einhorn Wo, Einhorn Ich, Einhorn Los! Weißt du, Izzy, es ist Donnerstag. Und ich komme zu spät zur Smoothie-Stadtöffnung. Der Pegasus-Mainathon hat schon angefangen. Man, Melody kann nicht ohne die Hauptattraktion öffnen. Nein, heute ist DINS-Tag. DINS! Der Einhorn-Ausdruck für den Glitzertag. Ein ganz besonderer Tag für alle Einhörner. Und für ihre Freunde. Ich vermisse Bridalwood. Erdponys und Pegasi sind fantastisch. Trotzdem hätte ich gern einen weiteren Einhornfreund. Dann mache ich mir einen Einhornfreund. Wunderschön. Meine Schöpfung lebt! Und ich gebe dir den Namen Senior Butterscotch. Hallo, Izzy. Ich bin's, dein neuer bester Lieblingseinhornfreund. Juhu! Törtchen, Senior Butterscotch. Willst du vielleicht den DINS-Tag mit mir feiern? Die Feierlichkeiten mögen beginnen. Einhorn H. Einhorn Ho. Einhorn Wann. Einhorn Wo. Trapformers, ausrücken. Ponybots, transformieren. Hallöchen, Senior Butterscotch. Danke, Sunny. Fröhlichen DINS-Tag. Ich sagte es doch. Wir haben heute Donnerstag und nicht... Oh, DINS-Tag. Findet denn kein Pony Izzy seltsamer als sonst? Stimmt. Ich könnte schwören, sie vorhin beim Fliegen mit einem Schrotteinhorn gesehen zu haben. Yep, das war echt. Jess hat beiden eine Hufiküre verpasst. Heute ist nicht Dienstag, Ponys. Ja, Sunny, wissen wir bereits. Ich glaube, sie dreht auch gleich durch. Wie viele Hufe halte ich hoch? Heute ist nicht Dienstag, aber ein anderer Tag. Es ist DINS-Tag, der Einhorn-Ausdruck für den Glitzertag. Wie um Ponys Willen konnte ich den vergessen? Einhörner feiern an diesem besonderen Tag ihre Freundschaften. Entschuldige, Senior Butterscotch. Ich hätte nicht so viele Nudeln essen sollen. Puh. Wir hatten einen tollen Tag, Senior B. Aber es fühlt sich nicht wie ein richtiger DINS-Tag an, ohne... Wir wünschen dir einen fröhlichen DINS-Tag! Einhorn H, Einhorn Ho, Einhorn Wann, Einhorn Wo, Einhorn Los! Oh, ihr wusstet doch, was heute ist? Habt ihr nur so getan, als hättet ihr den Tag vergessen? Nun, nein. Wir haben's vergessen. Es gibt noch so viel über die Feiertage von allen Ponys zu lernen. Ich denke, dafür müssen wir uns ab jetzt noch mehr reinhängen. Tut uns leid. Wir nehmen uns fest vor. Ich verspreche es. Und wir haben uns überlegt, dass wir noch unseren eigenen DINS-Tag heute feiern könnten. Und zwar alle zusammen. Machst du Witze? Ich hatte einen Tag voller Spaß und nun darf ich alles mit euch Ponys nochmal machen? Uhu, das ist der beste